Können ja mal stehen gucken. Vielleicht da sehen wir ein bisschen mehr, sogar ein bisschen größer. Gehen wieder in die Hocke und schleichen uns noch weiter ran. Da sind auf 250 Meter jetzt schon. Wenn wir noch weiter rangehen. Weiblich haben wir hier. Männlich auf 100 Meter. Jetzt sind wir genau hinter dem blöden Hügel. Och, warum denn den wieder? Den will ich doch gar nicht. Hirsch, Rotwild. Ja, push uns mal ein Stück ran. Kriegen den heute noch? Müssen wir uns langsam ranpirschen. Gut, jetzt höre ich dann natürlich ja nicht rufen. Aber wahrscheinlich sitzen die genau hinterm Hügel. Also ich will es jetzt auch nicht riskieren. Ich sehe auch noch kein Geweih irgendwie so mal zappeln. Schneller kriechen. Will man hier vorne an die kleine Böschung ran. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, ohne dass die wegrennen. Da jetzt hier unten, genau hier unten drunter sitzen. Wie Sie sehen, sehen wir wieder nichts. Da gehen wir noch ein Stück. Ich höre es vor mir knistern. Auf 150 Meter sind sie. Alle Tigern langsam hinterher. Auf 200 männlich. Der Mufflons. Will doch keine Mufflons. Wo sind jetzt meine Rothirsche hin? Da sind sie. 100 Mufflons und Rothirsche sind wir. Der Witz ist ja klar alles mit Elmar. Warum sind die denn schon wieder erschrocken? Ich hab doch gar nichts gemacht. Die Mufflons? Und ruhig. Rothirsch erschrocken. Bin da ganz normal langsam gelaufen. Wind steht auch gut. Der Wind kommt ja zu mir, also. Ah ja.
Aber so ist es ja auch im wirklichen Leben. Man sieht aber auch nichts so richtig. Also die sind ziemlich empfindlich, je nachdem, welche Geschwindigkeit du eingestellt hast. Aber wenn wir ein Stück wieder laufen, jetzt sind sie ja eh wieder erschrocken und wieder ein Stück weg. Schwierigkeit habe ich Abenteuer, glaube ich, eingestellt. Kann man das irgendwie nachgucken? Nein, kann ich nicht. Ich glaube, Abenteuer habe ich eingestellt. Haben wir hier unten? Mufflon, weiblich. Sind ganz da unten, am Wasser sind wir. Haben wir hier unten See? Irgendwo hier unten sind die. Was sind das hier? Ist doch ein Fluss oder was das ist. Sind die. Was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt den Rothirschen hinterher oder soll ich Muff? Gehe ich zu den Mufflers? Ich muss mal einen Schluck trinken. Ohne Momento. Okay, Björn hat gesehen, wenn die nicht so schrocken. Soll ich langsam machen? Na gut. Jedenfalls die Mufflers sind hier unten. Die will ich ja nicht, ich will ja nicht den Rothirsch haben. Also gehe ich jetzt geduckt noch langsamer als ich schon gehe. Und calle ab und zu mal. Da müssten sie eigentlich auch wieder mal zurückkommen. Happy schreibt Mufflons jagen. Was haben wir hier? Ja. Ruhig. Mufflons. Ja, die Rothirsche sind ja eh hoch da lang gegangen. Kann ich da auch ganz langsam hinterher rennen. Es ist auch ziemlich hügelig hier, muss ich sagen. Aber wir kriegen das schon hin hier. Akku spüren wir an noch kurz. Ja, stimmt, die echten Jäger trinken einen Schluck Schnaps. Ja. Habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Da müsste ich jetzt in den Kühlschrank gehen. Aber ich will ja im Mittag nicht hier schon anfangen zu trinken. Es geht ja auch gar nicht. Obwohl irgendwo im Land ist es immer um 11. Bezieht sich auf die schwarze Stunde. Jetzt probiere ich es nochmal mit dem Korn. Jagdgespür anmachen. Vielleicht hören wir was. Ja. Ach, das wird schwierig, wird schwierig. Ich gehe jetzt trotzdem mal ein Stück schneller, sonst kommen wir ja nie hier irgendwo an. Hier oben haben wir jedenfalls schon mal eine Spur, vielleicht könnten wir der nachgehen. Mufflons. Muffige Mufflons haben wir hier.
Ich glaube, die Hirsche habe ich jetzt verscheucht. Ach ne, da, was haben wir denn hier? Hinhocken. Und die Waffe, diesmal. Diesmal kommt der mir nicht weg. Oh, hier steht genau hinterm Wurm, steht er. Wo ich ihn wieder nicht treffen kann. Dann müssen wir ganz langsam jetzt hier um den Wurm laufen, damit wir ihn sehen. Hier unten stehen sie. Ha! Hat sich meine Geduld doch ausgezahlt. Wo sind die anderen jetzt hin, den ich schießen wollte? Dann bist du jetzt halt dran. Egal. So. Jetzt muss es doch mal geklappt haben. Wir müssen noch die Spur finden und die Blutdings. Ja, ja, Rothirsch erschrocken. Ist mir egal. So, hier ist die Blutspur. Hier ist ein kleines und Blutblase, langsam, Distanz bis Ablauf 0 bis 50 Meter. Also das heißt, in dem Punkt muss ich ihn ja jetzt gut getroffen haben, damit er auch stirbt. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal hier die Waffe wegmachen und der Blutspur hinterher. Ja, immer die Tropfen sehen jetzt natürlich auch ein bisschen besser aus als vorher, den wir da angeschossen haben. Da sahen sie ja nur so aus. Hier haben wir wieder mal einen größeren Fleck. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah, die Geduld hat sich doch ausgezahlt. Na, eigentlich können wir ja auch rennen, wa? Weil weg sind sie ja eh jetzt erstmal. Blutspur? Hallo? Ist die Blutspur weg? Wartet mal. Hier lang, oder? Hier lang ist das Tier gerannt. Hier lang. Ah, nach oben. Oh, ich zu eifrig. Hier lang, hier lang. Hier haben wir das. Hier. Ja. Mensch, wie weit? Ah, hier vorne liegt er. Hier liegt er ja. Guter Schuss, danke. Waldmanns Dank. So, hier liegt er. Ja. So, jetzt. Mal, wie viel Zacken? Von wie an zählt man das? Zuckt noch, bleibe ja liegen. Er hat 1, 2, 3. Kann das sein, dass es ein 3-Ender ist? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Aber man geht doch von den Zacken aus. Eigentlich bei so einem. Ihr könnt mich gerne darum aufklären, ob ich da jetzt gerade richtig war. Nein, 4er. Und woran erkenne ich, dass es ein 4er? Weil oben 2 sind und auf der anderen Seite 2? Oder täusche ich mich da jetzt? Jörn sagt nämlich ein 4er. Jörn, klär mich mal auf. Ach ne, schreibst du, ach sorry. Hier sollte man denken und nicht einfach
alles schießen. Hatte noch eine Spitze gesehen. Also doch ein, ein Dreier. Weil das wäre ja. Naja, das mach ich ja. Weil hier ist ja einer, Zweier, Dreier. Also müsste es. Nein, ein Sechser. Ach so, man zählt dann doppelt. Ah, okay. Wieder was dazugelernt. So, Tier beanspruchen. So, wir haben geschossen. Halt. Oh, gut in die Lunge. Also Aufpilzung war gut. Wenn er auf einer Seite 3 hätte und auf der anderen 4, wäre es ein ungerader Achter. Okay. Gut, natürlich stopfe ich mir den aus. Also den will ich auf jeden Fall behalten. Gut. Haben wir unseren ersten Rothirsch geschossen heute. Klingt doch schon mal nicht schlecht. So, wollen wir mal gucken, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Nee, wir möchten erstmal das.